Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie begrüßen im Namen unseres Unternehmens und unseres Owners und Gründers. Diese Print Days beginnen mit einer Überraschung. Vor einer Dreiviertelstunde war es für mich die Überraschung, dass ich Sie begrüßen darf. Und, aber ja, die Spontanität von Horst Huber ist ja legendär. Somit darf ich Sie begrüßen und ich freue mich auch sehr, weil ich viele bekannte alte bekannte Gesichter hier sehe. Mein Name ist Manfred Hecht. Ich bin relativ frisch dabei. Dank der Überredungskünste von Horst bin ich hier seit ein paar Monaten zuständig, ihn zu begleiten bei der Ausarbeitung und Umsetzung unserer Strategie. Und so ganz nebenbei darf ich auch noch den neuen Markt Asien, Pazifik, Australien entwickeln. Viele von Ihnen werden mich schon mal gesehen oder kennengelernt haben in den letzten 20, 25 Jahren im Bereich von Print- und Produktdatenmanagement. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich jetzt hier nochmal eine Verlängerung sozusagen des Arbeitslebens bei Print bekomme und meinen Freund und den Gründer unseres Unternehmens hier unterstützen darf. Ich möchte, bevor ich überleite und den eigentlichen Keynote-Sprecher anmoderiere, noch eine kurze Geschichte erzählen. Mülheim an der Ruhr war für mich so etwas wie so eine Wiedergeburt. Mein Arbeitsleben begann nach meinem Studium in Mülheim an der Ruhr. Damals hieß das Unternehmen, wo ich startete, OC van Dachinten oder OC Deutschland GmbH. Die haben sich mit Kopiermaschinen, Printer, Plotter und all so ein Kram beschäftigt. Und das war mein Einstieg in die Berufswelt. Es ist also wunderschön, nochmal wieder in Mülheim an der Ruhr zu sein. Und ja, genau. Mit diesen Worten möchte ich aber die eigentliche Begrüßung beginnen und die Keynote. Bitte willkommen Sie mit mir, Horst Huber, unseren Keynote-Sprecher. Vielen Dank. Danke, Manfred, dass du dich hast überreden lassen. Ja. Auch von meiner Seite aus, schönen guten Morgen. Mein Name ist Horst Huber und herzlich willkommen zum 11. Print Day. Manfred, wie sieht denn das bei dir aus? Das ist dein erster Print Day? Das ist mein erster Print Day, ja, in der Tat. Dann brauchst du vielleicht eine kleine Einführung, was so den Print Day ausmacht. Kurze Frage ans Publikum. Wer ist zum ersten Mal hier? Okay, Sie müssen stark sein. Ich bin nicht allein. Ja, dann macht es absolut Sinn, ein bisschen sag's mal, über das Format zu sprechen. Wie Sie wissen, sind wir ein Softwarehersteller von Print Cloud und der Print Suite. Aber unser Kunden- und Partner-Event geht es nicht so sehr um unser Produkt. Es gibt Vorträge über unser Produkt, aber wir lassen da lieber Kunden aus der Praxis sprechen, unsere Partner, sei es Systemanbieter als auch Implementierungspartner. Und wir glauben, dass Relevanz sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen stellen wir natürlich Sie und Ihre Fragen und die Themen, die Sie vielleicht umtreibt, in den Mittelpunkt. Deswegen relevante Themen, darauf komme ich nachher zu sprechen. Viel Praxisbeiträge. Wir hoffen auch, dass wir Sie inspirieren können. Und es gibt genügend Zeit für Networking, auch heute Abend. Und so über die Jahre, fast 20 Jahre, hat sich eigentlich auch ein kleines Branchentreffen entwickelt. Also hier sind dann auch sehr viele PIM-Anbieter, mit denen Sie sprechen können, wo Sie sich auch austauschen können mit den Herstellern direkt oder mit Implementierungspartnern. So, das ist das eine. Und dann, so eine Veranstaltung ist natürlich nur möglich mit Sponsoren. Und deswegen vielen, vielen Dank an alle Sponsoren. Es werden immer mehr, das freut uns sehr. Und ich habe jetzt keine Logo-Folie mit unseren Sponsoren, aber wenn Sie kurz Ihren Blick wenden zu der Fahne, da sehen Sie alle Sponsoren-Logos. Und jetzt für diejenigen, die schon mal, einen Vortrag von mir gehört. Okay. Was kommt denn da typischerweise? Wie? Filmquiz? Ja, sehr gut. Wer war das gerade? Wer war als erster? Hebe die Hand. Thomas, du warst nicht der Erste.
Nina, wo ist Nina? Schon mal hier gewesen? Genau. Hier gibt es nämlich Dinge zu gewinnen. Tassen. Wer hat als erster Filmquiz gesagt? War es Thomas? Dann Thomas. Es gibt nämlich eine neue Tasse, nämlich die Printi-Tasse. Mit wunderbaren Motiven, wo unser Maskottchen Printi, ein Dino, so die letzten 1,5 Jahre war. Es gibt eine Neuerung bei den Filmquiz. Du bekommst sofort eine Tasse, wenn du mir sagst, in welchem Vortrag ich den Filmquiz gemacht habe. In der Kino, das letzte Mal in Montabaur. Das war das zweite Mal. Leider gefehlt. Der Mann bekommt eine... genau. Auf der Laudert-Veranstaltung war es zum ersten Mal. Also wir ändern das heute ein bisschen. Manchmal gibt es Folien, da sage ich nicht jetzt, Achtung, es gibt ein Quiz, sondern müsst halt schnell reagieren. Ich glaube, ihr werdet dann schon herausfinden, wie das funktioniert. Alles klar? Du meinst, wir müssen jetzt zwei geben? Du weißt schon, die sind limitiert. Ja, ich weiß. Okay, dann zwei. Die sind auf 200 Stück limitiert, da wir natürlich auch einen natürlichen Schwund in unserer Organisation immer zu verzeichnen haben, reden wir vielleicht über 150. Also. And now the funny part begins that I switch. Gehen wir zu dem funny part. Jetzt rede ich auf Englisch. Und jetzt möchte ich unser Gast aus der Nähe von Chicago, Mike, und die anderen Mitglieder des Global Management Teams von Print. Okay. Keiner weiß auf die Bühne kommen, denn die wissen alle, jetzt bekommen sie besondere Aufgaben. Hallo. Mike. Hallo Horst, ja danke erstmal für die Einladung. Ja, ich bin der Typ aus Chicago, ja auch. Printy, die Blues Brothers, so heißt das, ja. Ich bin letzten Oktober zu Print gekommen, freue mich wahnsinnig hier zu sein. Deutschland ist immer ganz großartig gewesen für Innovationen in der Druckautomation. Ich kenne einige von Ihnen, von euch bei Adobe noch und freue mich wahnsinnig, alle auch wiederzusehen hier. Danke. Chance, ein bisschen was zu erzählen, deswegen gebe ich gleich. Danke. Hallo, ich heiße Matthias Snetek. Ich bin der Managing Director seit 2018, aber ich habe auch bei Print seit 2006 gearbeitet, ja, als Entwickler. Und ich bin zuständig für die Entwicklung des Backends bei den Servern. Die Leute nennen mich immer der Print Suite Mann. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen sollte. Ich bin hauptsächlich für Partnermanagement Marketing auf globalem Level verantwortlich und für viele von den hier anwesenden Partnern auch die direkte Ansprechperson oder direkte Ansprechpartner, wenn es irgendwelche Probleme gibt. An dieser Stelle auch ganz kurz, der ein oder andere kennt mich ja vielleicht auch, bin auch schon seit geraumer Zeit bei Werk 2 und jetzt ganz neu, nein, jetzt in der Rolle als CDO und als Produktmanager der neuen Produktlinie Print Cloud. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Pierre Saint-Michel. My name is Pierre Michel, okay, wir sind
in Deutschland. Ich heiße Pierre Saint-Michel. Ich bin Geschäftsführer von Print Frankreich, also die Tochter, die jede Woche in Flammen geht in Paris. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass hier nichts in Flammen steht. Also guten Tag und zwei gute Tage zusammen. Ja. Zwei Personen fehlen. Johnson, Johnson, unser Präsident aus Print, von Print America, ist erkrankt. Und Johannes Esseling, verantwortlicher Leiter für Print Vietnam, er bleibt in Vietnam. Er ist noch in Vietnam. Vielen Dank. Es ist eine große Freude, eine große Ehre. Und wir sehen uns hoffentlich später. So, jetzt ist der spaßige Teil natürlich vorbei. Wir switchen wieder in Deutsch. Und nachdem Sie jetzt einen ersten Eindruck gewonnen haben, was den Print Day ausmacht, jetzt kommen wir zur Frage, was den 11. Print Day ausmacht. Wir werden uns ein bisschen über Nachhaltigkeit unterhalten, über Relevanz, über Technologien, natürlich auch über Print, Database, Publishing, Zukunft von Print und wie schon gesagt, sehr viel Praxisbezug. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir zwei Vorträge. Ist Rüdiger schon da? Rüdiger Maas von der FMP spricht über Nachhaltigkeit von Print und Tobias Marx von Apollon spricht über die Nachhaltigkeit von Produktdaten auf Plattformen. Über Plattformen werden wir noch nachher ein wenig reden. Dann naturgemäß Database Publishing, aus der Ecke kommen wir auch, wenn die Print-Suite sehr viel mehr ist als nur ein Database Publishing Tool. Deswegen freue ich mich, dass Media Office ein bisschen darüber spricht, wie man ein Database Publishing Projekt plant. W und Co. erzählt, wie man auch mit wenig Geld und mit wenig Mitteln schon mal die ersten Automatisierungsschritte machen kann. Als Softwarehersteller mag man natürlich eher lieber immer diese Enterprise-Lösung, wo man große Lizenzen verkaufen kann, aber das ist nicht notwendig. Mit der Print-Suite kann man klein anfangen. Hörl wird einen Praxisbericht sprechen, wie man so Printkataloge mit in River machen kann. Und Ira Mellerschuk wird aus einer anderen Perspektive über Database-Publishing-Projekte sprechen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich denke, Sie haben alle das Tagungsprogramm, da finden Sie das ja dann eh, wann und wo das stattfindet. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass wir über Inspiration gesprochen haben, dass wir Sie auch inspirieren wollen. Da haben wir zuerst mal zwei Dinge für Sie. Einerseits Stefan Born von Parsonet, der darüber spricht, wie man die richtigen Entscheidungen in einer ungewissen Zukunft spricht. Stefan Born hat zwei Überraschungsgäste dabei. Naja, einer ist vielleicht nicht so überraschend, aber der zweite auf jeden Fall. Und wir haben ein neues Format. Wir versuchen immer, den Print Day weiterzuentwickeln. Dieses Mal haben wir uns was ausgedacht, nämlich Inspiration Sessions. Das ist jemand, also es ist ein Format, wo ein Menschen in 5 Minuten sie inspiriert, also nicht so total langweilige Vorträge mit 1000 Slides, sondern in 5 Minuten einen inspirierenden Gedanken rüberbringen. Lassen Sie sich überraschen. Ja, Experience. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also so, das ist, wenn man das Pim-Bingo-Spiel spielen würde, dann wäre Experience sicherlich so ein Ding wie Datenqualität, was schnell genannt wird. Aber trotzdem ist Experience wichtig. Wir haben einerseits einen Vortrag über Produkte-Experience von ContentServe. Und ja, der zweite Experience-Vortrag hat was mit... Niemand das Tagungsprogramm gesehen, gelesen? Sehr enttäuschend. Mit Brühwürfeln zu tun. Deswegen willkommen zu meiner Keynote Brühwürfel Experience. Nein, aber nicht schlecht. Wir kommen nachher drauf zu sprechen. Ich habe auch schon über Relevanz gesprochen. Ist dieses Schild relevant? Nö. Wenn Sie mit 200 mit Ihrer Karre da vorbeifahren, werden Sie wahrscheinlich auch nicht lesen können.
Wenn Sie einen 40-stündigen Todesmarsch hinter sich haben, halb verdurstet ist, hat dieses Schild für Sie vielleicht dann schon Relevanz. Also es hängt vom Kontext ab und von der Situation, ob eine Information relevant ist. Und Relevanz, viele Dinge, die wir tun, auch auf technischer Seite, hat damit etwas zu tun, dass wir unsere Relevanz der Kommunikation erhöhen wollen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf den Vortrag von Tatjana und Christine, die nicht technisch, sondern einfach mal darüber sprechen, was Relevanz bedeutet. Freue ich mich sehr auf diesen Vortrag im Anschluss in eine der nächsten Sessions. Mal Hand aufs Herz. Sind Brühwürfel für Sie relevant? Sie dürfen hier schon die Wahrheit sagen. Wir filmen nur und so, aber nicht relevant, oder? Das wird vielleicht relevant, wenn Sie was kochen. Also ist es eine Zutat, die entweder im Haushalt ist oder nicht im Haushalt ist und je nachdem, was Sie für ein Gericht haben, brauchen Sie das, dann wird das schon ein bisschen relevant. Und wenn Sie einen Brühwürfel verkaufen wollen, werden Sie was tun? Relevanz schaffen. Und Sie werden sicherlich nicht Relevanz schaffen, indem Sie erzählen, aus welchen Kredenzien dieser tolle Brühwürfel besteht. Sondern sie sagen, hey, willst du eine tolle Suppe kochen? Und wenn du dann diesen Brühwürfel nimmst, wird die Suppe noch besser. Zustimmung? Gut. Es gibt, wie Sie auch hören, ich komme da aus einer Gegend, aus dem Süden Deutschlands, also aus dem Schwabenland, das ist ja nicht zu überhören. Und es gibt schon ein dunkles Geheimnis. Also die Schwaben haben mehrere dunkle Geheimnisse. Aber ich weiß nicht, ob ich da Ärger bekomme. Wir haben eine starke Affinität zu Maultaschen. Wie heißt man es richtig auf Schwäbisch? Kann das jemand mal? Und naja, was soll ich sagen? Das werden Sie mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber weil wir ja immer in der rechten Hosentasche eine Maultasche haben, haben wir natürlich in der linken Hosentasche den Brühwürfel, dass wir die Maultasche schnell zubereiten können. Also jeder Schwabe, jeder richtige Schwabe hat natürlich einen Brühwürfel in der Tasche. Sie glauben mir nicht? Verena, wo ist Verena? Hier? Hier, schau. Kommt aus dem Schwabenland? Ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, dass wir als Schwaben da so einen Brühwürfel haben und in der anderen Tasche die Maultasche, das mit der Maultasche erspare ich Ihnen alle. Aber wenn Sie mir da immer noch nicht glauben, bitte ich jetzt erstmal ein paar Schwaben, die sich jetzt outen wollen, dass sie einen Brühwürfel haben, aufzustehen und einen Brühwürfel in die Höhe zu heben. Nur, dass Sie sehen, dass das ernst ist. Hier ein... komm. Fassmut. Für die Schwaben, die ihren Brühwürfel zu Hause vergessen haben, können nachher gerne kommen. Ich habe noch ein paar in der Tasche. Habe ich Ihre Neugierde geweckt über Brühwürfel? Jetzt muss zumindest einer ja sagen. Ja. Was tun Sie, wenn Sie über etwas recherchieren? Also ich gehe in Google und tippe Brühwürfel ein und klicke immer auf die erste Seite. Und das habe ich auch wieder hier gemacht. Und bin darauf gelandet. Eine wunderbare, jetzt lese ich Ihnen das nicht vor, können Sie alles selber tun. Eine wunderbare redaktionelle Seite über Brühwürfel. Das geht noch weiter. Wunderbar. Achtung, jetzt Sebastian, wo ist Sebastian? Ja, du hast Tassen im Blick.
Jetzt haben Sie wieder die einmalige Gelegenheit, eine coole Printi-Tasse zu gewinnen. Wer mir sagt, was Ihnen auffällt? Auf dieser redaktionellen Seite über Brühwürfel. Und das ist kein Fake, also das ist real so. Noch ein bisschen mehr anstrengen hier. Noch. Wie? Aha. Ja? Okay, das ist gut. Der Herr bekommt eine Printi-Tasse. Aber auf drauf will ich nicht. Auf will ich nicht raus. Ganz hinten. Nee, also es ist wirklich, so sieht die Website aus. Es ist nichts geändert von mir. Ja, genau. Wer war das? Dittmar Klaus. Gut, genau. Auf meiner redaktionellen Seite ist ein Link von Prospekt. Ja, und so sieht der Prospekt halt aus. Und da kommen wir zu einem ersten wesentlichen Erkenntnis. Ja, jetzt ist die Frage, völlig verklickt. Ist das jetzt ein Sonderfall? Gehen wir mal zum einen der Marktführer, nämlich zu Rewe. So sieht die Website von Rewe aus. Kein Brühwürfel, ist sehr enttäuschend. Wir haben links Kategorien, das nennen auch Leute wie Arthur Wozniak, würden wir Facetten nennen. Also hier kann man filtern offensichtlich nach Obst und Gemüse, nach weiter unten nach veganen Produkten und wir sehen halt die berühmten Kacheln mit mehr oder weniger viel Inspiration. Hier kann man offensichtlich auch Prospekte anschauen. Auf einer Website, wo Produkte dargestellt werden, kann man Prospekte, vielleicht haben die einen Prospektfetisch, man weiß es ja nicht. Also hier entdecke unsere vegane Vielfalt. Super Product Experience, würde man sagen. Online. Gucken wir uns mal an, wie das auf diesem ominösen Prospekt aussieht. Realbeispiele, kein Scherz. So sieht's offline aus. Ja, ein bisschen möglicherweise inspirierender. Nämlich, wir verkaufen keine Brühwürfel, wir verkaufen ein Gericht und dazu verkaufen wir die Zutaten. Und das bringt uns, und das können Sie zu allen Retailern gehen, gilt auch viel in der B2B-Kommunikation, das führt uns zum ersten Mantra. Viele wissen es, aber nur mal zur Wiederholung, deswegen ist es ein Mantra. Print hat mal überhaupt nichts damit zu tun mit Papier. Ob das auf Papier appliziert wird oder nicht, hängt davon ab. Mantra. Da dürfen Sie jetzt nicht drüber diskutieren, das ist ein Mantra. Ne? Aber wenn Print nicht Papier ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was Papier ist und deswegen Jürgen Mayer von Hoffmann, das hat nichts damit zu tun, dass er schon eine Tasse gewonnen hat. Jürgen, immer wieder gerne genutzt ein Zitat. Und das ist nämlich die Aussage von Jürgen Mayer von Hoffmann Group, ist, dass der Katalog den Anschein erweckt auf Vollständigkeit. Natürlich komprimiert auf einen bestimmten Platz. Natürlich sind das nicht alle Produktinformationen, never ever. Wenn du da auf die Product Detail Page siehst, siehst du da noch viel mehr. Aber der Leser, der durchblättert, meint, yep, hab alle Informationen beieinander, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und
Natürlich Hoffmann, wie all unsere anderen Kunden, entwickeln sich und Kataloge in der digitalen Kommunikation verändern sich. Es wird weniger gedruckt, was nicht heißt, dass es nicht mehr Seiten gibt. Es wird stärker individualisiert. Es wird mehr Emotionalisierung gemacht mit Werbung. All die Dinge, über die wir schon gesprochen haben. Und das Statement letztendlich ist, wie auch von Vago, dass die Printkommunikation ein Teil der digitalen Kommunikation wird. Und das ist eine sehr wesentliche These. Ach, also das wird dann irgendwo mal zum Mantra, wenn genügend diesen Schritt vollzogen haben. Print in der Zukunft ist ein Teil der digitalen Kommunikation. Ob es einen Katalog gibt oder wie es ihn gibt, ob es Prospekte gibt, ob es Werbung gibt, das ist einfach eine Frage der Funktion der Touchpoints innerhalb der digitalen Customer Experience, der Customer Journey. Zu diesem Themenkomplex freue ich mich auch, dass wir da tolle Vorträge haben. Der erste von Thorsten Hamann von Lauder, der über Programmatic Print spricht. Da geht es mehr um Personalisierung, Individualisierung, On-Demand-Generierung von Printmedium. Jürgen Burger hat angefangen, eine Studie über dieses Thema zu erarbeiten. Da werden wir auch jetzt die ersten Ergebnisse bekommen, auch sicher spannend. Dann andersrum, Simea Merki wird uns ein bisschen erzählen, wie man mit Webtechnologie Print macht. Da sind wir auch sehr gespannt. Also ein bisschen mal der andere Weg. Facetten haben wir schon gesprochen. Arthur Wozniak wird ein bisschen darüber auch reden, neben einem anderen Vortrag über Facetten. Ich glaube, du hast auch zwei Überraschungsgäste, die total überraschend sind. Morgen. Und Mike von Chicago wird uns erzählen, wie man die Adobe Landscape, ist natürlich stark digital, wie man da auch Print integrieren kann. Also hier viele Vorträge darüber, wie man Print als digitales Tool verwenden kann. Wir haben darüber gesprochen, dass wir relevant kommunizieren müssen. Wir haben schon gesprochen, na, das wird kontextabhängig sein und situativ. Na, wenn ich mit 200 die Straße entlang fahre, wird mich dieses Schild weniger interessieren. An diesem wunderbaren Beispiel wäre natürlich, dass man sagt, wir machen für unsere Zielgruppe, die vegan orientiert ist, vegane Rezepte mit veganen Zutaten. Das ist eine relativ naheliegende Sache. Man braucht natürlich die Daten, sowohl man muss wissen, wer eine vegane Affinität hat, als auch natürlich die Produktdaten, die entsprechend hier aufbereitet sind. Unabhängig davon, ob es digital aufbereitet ist oder für Print als PDF oder als vielleicht gedruckten Makalog. Das ist sicherlich eine der wesentlichen Dinge. Deswegen die These, egal in welcher Kommunikation, müssen wir kontextabhängig, situativ und relevant kommunizieren. Die Anforderung ist nicht, jemand, der 100 Produktattribute um die Ohren zu hauen. Vielleicht, wenn er in einer tiefen Recherche ist, aber wenn er so erstmal einen Überblick sich verschaffen will, sicher nicht. Und kommen wir nochmal zu der Website. Damit sehen wir also erstmal eine Sache. Man sagt ja immer auf dem grünen Papier, hey, Multi-Channel, Single Source of Truth, und dann bestücken wir alle Kanäle. Ist klar. Aber die Wahrheit ist leider nicht ganz so klar. Hier sieht man das auch, ich nenne das immer lapidar, das Kachelproblem. Also jetzt bei, und das ist nicht mal B2C, auch im B2B. Wir sind im Print, müssen wir Platz sparen.
Im Internet habe ich eigentlich relativ viel, also auf digitalen Devices habe ich mehr Platz, scroll ich halt. Vielleicht keine perfekte Experience, aber ich kann scrollen. Deswegen fasst man eigentlicherweise im Print häufig ähnliche Produkte zusammen, die aus einer Produktdatensicht überhaupt nicht zusammengehören, aber sagen, naja, haben wir jetzt verschiedene Milch oder verschiedene Schokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen, auch wenn das eigentlich unterschiedliche Produkte sind. Das ist eine große Herausforderung, da gibt es in der Print-Suite Möglichkeiten, das zu handeln, aber das ist sicherlich ein Punkt. Und den anderen Punkt, den ich hier nochmal stressen will, ist, also irgendwie, und ich weiß von dem Unternehmen, die haben ein langes PIM-Projekt hinter sich, also würde ich sagen, die Product Experience mit Produktdaten, auf der Detail-Sachen, Detail-Page steht es auch nicht viel besser drin, ist eigentlich nicht besonders gut. Und deswegen, und das ist keine These, es ist eher schon eine Beobachtung. So Leute wie wir, die, also die Software, die Berater, die erzählen ja immer tolle Geschichten. Hey, wir müssen das, das und das alles machen. Wenn ihr erst alles das erledigt habt, dann scheint die Sonne. Aber wenn wir in der Praxis, in der Realität nachgucken, haben viele der Unternehmen, die ich kenne, ganz andere Probleme. Also wir treiben immer wieder eine neue, verzeihen Sie den Ausdruck, Sau durchs Dorf, aber wenn man dann die Unternehmen anschaut, die stehen eigentlich, ich will nicht sagen am Anfang, aber sicherlich nicht dort, wo man sich das wünscht. Und das ist einfach eine Riesenspanne zwischen Möglichkeiten, zwischen Anspruch und der faktischen Realität. Und viele Unternehmen müssen so erstmal die Hausaufgaben erledigen, also ich meine die Datenhausaufgaben, die Prozesshausaufgaben, und stressen Sie sich nicht, das ist halt so, und da haben Sie viele Freunde, die dieselbe Situation haben. Und naja, es sind auch unendlich viele Themen zu beackern und deswegen sehr viele Bälle in der Luft. Und deswegen freue ich mich auch auf die vielen Praxisvorträge. Da werden Sie auch erfahren, wo es in der Praxis wirklich steht, wo die Probleme sind, wo die wirklich faktischen Probleme sind, was gut geht, was schlecht läuft, systemisch, organisatorisch, Daten, Verantwortlichkeiten. Deswegen freue ich mich über diese Riesenanzahl von Kundenvorträgen, die darüber besprechen. Ich bin relativ sicher, dass viele dieser Unternehmen ein Problem haben, nämlich Content und Datenerstellung. Und na, das ist jetzt nicht überraschend. Und deswegen, ja. Ja, der freundliche Herr, der nochmal bitte die Hände hebt. So langsam kapiert er, wie das hier läuft, ne? Ich höre gerade, dass wir noch 5 Minuten haben. Wir haben 10 Viertelstunde später angefangen. Ich mache ein bisschen schneller, aber wie lange haben wir Pause? Aha. Eigentlich hätte ich ja 10 Minuten, aber wir kürzen das ab und wir machen das ein bisschen anders. Es geht natürlich, der Film steht für, um ein bisschen Tempo reinbekommen, natürlich für KI, ne? Also die KI übernimmt die Weltherrschaft. Und deswegen auch in den ganzen Diskussionen, in vielen Projekten sagt man, ja, KI ist der Rettungsanker, da können wir viele, viele Dinge automatisch machen. Auf der anderen Seite sehen auch viele Leute in unserer Gesellschaft Probleme. Deswegen viele Vorträge darüber, über Content-Erzeugung, auch allgemeine Einführung über KI. Freuen wir uns drüber. Unser nächster Schwerpunkt. Ich glaube, die Bilder sind alle durch die Presse gegangen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, dass immer weniger man, das ist nicht heute, das ist schon, der Trend ist lange, das ist sehr wenig, man weiß nicht mehr, was echt ist und nicht echt ist. Und einfacher Seitenhieb, der Kanal, den die Leute am meisten vertrauen in allen Ländern, unabhängig der Digitalisierungslevel, ist Print.
weil sie immer noch haben, wenn es mal gedruckt ist oder wenn es auf dem PDF ist, das kann man nicht mehr wegwischen. Ne? Das ist dann publiziert und nachweisbar. Unser zweiter Schwerpunkt ist Plattformökonomie. Das werden Sie jetzt fragen, warum? Ich glaube, kennt jeder Plattformökonomie vom Begriff? Ja, dann habe ich eine Definition für Sie. Das ist eigentlich, die bösen Menschen sagen, es ist der Plattformkapitalismus. Das ist Google und Co., die unendlich viel Kohle haben und die treiben das. Die treiben die Digitalisierung voran und verändern im Prinzip all unsere Geschäftsmodelle. Die B2C-Plattformen sind alle, denke ich, bekannt, weil wir alle damit jeden Tag arbeiten. Aber natürlich auch im B2B, das ist nicht ganz so verbreitet, aber das wird auch immer mehr stark kommen. Wie viele Minuten habe ich noch? Zwei. Ich darf ja ein bisschen, also ich habe ja eigentlich viel mehr Zeit, ich habe eine Viertelstunde später angefangen. Ich mache jetzt noch, wenn das in Ordnung ist, wir machen hier ein ganz, eine Sache will ich noch machen, zwei, drei, vier, fünf und wir machen jetzt einfach weiter. Ganz wesentlich, was ich sagen will, auch die B2B-Plattform wird natürlich auch das Drucken und die Distribution der Druckergebnisse. Ja, da hinten. Die bekommst du aber nur, wenn du jetzt noch die Episode sagst. Vier. Ah, okay. Ja. Ich überziehe etwas. Wir haben ja schon mal über die Schwaben gesprochen, mit den Brühwürfeln. Raumkontrolle erbitten Landeerlaubnis auf dem Todesstern Stuttgart. Landeerlaubnis erteilt, aber standet haltet ins Halteverbot, sonst dreht der Hausmeister wieder durch. Wir brauchen gar nicht groß drum rumschwätzen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht gucken. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich sag, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von Print- oder TV-Kampagne kann ja überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Es haben sich heutzutage ganz neue Marketinginstrumente aufgetan und das ist auch der Grund, warum ich diese Sitzung einberufen habe, dass man das heute mal durchsprechen. Also bei allem Respekt, aber was soll man denn außer Print oder TV anders machen? Meine sehr verehrten Vorstandskollegen, wir werden im Marketing ab sofort brandneue Wege beschreiten. Virales Marketing heißt das große Zauberwort. Ein vollkommen neues Feld. Virales Marketing und was Neues, jetzt mache ich mir aber wirklich gleich in die Hose, das steht doch heutzutage schon in der Bildzeitung. Das ist doch nichts Besonderes mehr, das macht doch wirklich jedes kleine Handwerkerle. Der Unterschied ist bloß, dass wir mehr Kohle haben als das kleine Handwerkerle. Jedes Budget, das man für so einen Hokuspokus ausgibt, ist doch zum Fenstern ausgeschmissen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass Sie auf sowas reinfallen. Mit so einem Hinnedreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase Decision. Also ich hätte das Geld lieber sparen. An Ihrer Stelle hätte ich meinen fetten Arsch nicht auf meine Lorbeere breit hocken. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Das war ja klar, dass Sie wieder mit Ihrer Besserwisserei kommen, Herr Weder. Das ist wirklich unfassbar, dass Sie glauben, Sie könnten mit Ihrem schwarzen Werbeanzügel hier irgendwo hinterm Ofen vorlocken. Fällt bloß nur, dass Sie einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Jetzt ist genug. Herr Weder, lassen Sie den Mann in Ruhe. Wenn es unbedingt sein muss. Sie streitsüchtiger Grasdackel. Ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier noch weiter Raum einzuräumen und deswegen treffe ich jetzt eine alleinige Entscheidung. Unser gesamter Werbeetat geht ab sofort ins virale Marketing. Können wir nicht einfach wie früher wieder ein paar Prospektler verteilen? Also, Plattformkapitalismus, kurz zusammengesagt, ihr habt's gehört. Die haben mehr Kohle. Ne? Deswegen muss man sich mit den Themen auseinandersetzen, wie sich die entwickeln. Die Folien sind ja stehen zur Verfügung, darüber spreche ich hinweg. Da findet ihr auch viel mit KI. Kurze Vorteile natürlich, wenn man über Plattformen verkauft. Man hat größere Absatzmengen,
Man ist unabhängig, man kann skalieren, aber die Nachteile sind, es sind nicht die eigenen Kunden, es sind die Amazon-Kunden. Amazon lernt über die Kunden, nicht ihr. Und natürlich der Konkurrenzdruck ist hoch. Und es ist auch letztendlich zu beachten, man muss die Abhängigkeiten minimieren. Web 3.0-Technologien sind vielleicht ein Hoffnungsschimmer, the last hope, für mehr Unabhängigkeiten von diesen Plattformkonzernen. Man muss einen Kundenstamm aufbauen, man muss relevante Erlebnisse schaffen. Und auch zu den Plattformen haben wir Vorträge. Einerseits Vorträge von Nexoma, Dynamic Web und Noxum, die sagen, wie man aus PIM die Plattform bestückt. Axel Helbig von For You and Your Customer wird uns Wissen über die Information Supply Chains erzählen. Und von Akineo Podiumsdiskussion morgen über Composable Commerce. Da geht es darum, wie man natürlich sehr schnell und einfach in modernen Softwarearchitekturen die verschiedenen Systeme integrieren kann. Aber was hat das alles nochmal mit den Brühwürfeln zu tun? Natürlich geht es nicht um die Zutaten, sondern es geht um die Gerichte, es geht um die richtige Product Experience. Die Gerichte, die einem schmecken, sind individuell personalisiert. Also jeder, den Sie ansprechen, hat andere Geschmäcker. Print ist in der digitalen Kommunikation eine unerlässliche Zutat. Und Print ist, wenn Sie daran denken, mit den Kacheln, ist auch ein Konzentrat, weil wir Platz, einen vorgegebenen Platz haben, müssen wir also die Information konzentriert, aber trotzdem attraktiv darstellen. Und was das alles jetzt mit Print mit zwei I's zu tun hat, in unseren zwei Vorträgen, einerseits von Christian Kran und Dietmar Feld über die Print Cloud und von Frau Dr. Siegert und einem speziellen Gast über die Print Speed Roadmap. Dann wünsche ich Ihnen viel Freude und einen ganz kurzen Kaffee, dass wir zeitgemäß starten. Und wir haben einen Krankheitsausfall. Brühl hat einen Bandscheibenvorfall hier über diesen Weg. Ihm alles Gute und Besserung. Und jetzt haben wir uns gedacht, was machen wir? Dann hat Marketing gesagt, ach Horst, wenn du schon hier stehst, bleib mal sitzen oder stehen. Und Sie können jetzt, ich habe keinen weiteren Vortrag vorbereitet, Sie können 40 Minuten Fragen an mich stellen. Ich beantworte alle, was auch immer. Wenn Sie keine Fragen an mich haben und trotzdem jetzt hier sitzen bleiben, dann fange ich einfach an, Fragen, die ich mir selbst stelle, zu beantworten, wie zum Beispiel, damit habe ich kein Problem, beispielsweise, was man vom Pyramidenbau in einem PIM-Projekt lernen kann, oder auch machen wir einen Filmquiz, können Sie sich schon mal überlegen, was das für ein Film ist. Und dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus